Servus und hallo aus dem Autoladen Dresden und herzlich willkommen zur Fahrzeugpräsentation dieses Mercedes V250. Wir haben ja wirklich eine umfangreiche Ausstattung, wie Spurhalte, Spurwechselassistent, die LED-Scheinwerfer, eine lange Version ist es auch mit elektrischen Türen, elektrischer Heckklappe. Also hier gibt es wirklich viel Auto fürs Geld. Wenn euch die Ausstattung genau interessiert, dann schaut da einfach mal auf autoladen-dresden.de oder gebt bei Google Autoladen Dresden ein und die mobile Seite, dort findet ihr unser Fahrzeug an sich. Schaut einfach mal rein. Ich denke, der Zustand spricht für sich. Natürlich sind hier ein paar kleine Gebrauchsspuren dran. Das ist ja kein neues Auto. Aber alles in allem wirkt er sehr vernünftig und sehr ordentlich. Gerade auch mit dem dunklen Dachhimmel ist das ganz schön. Generell muss ich sagen, wer hier die überlegt, sich, weiß ich nicht, was werden vergleichbar. Viele wollen irgendwie so einen T5 oder T6 Bus haben. Ich persönlich wäre hier immer bei der V-Klasse. Liegt vielleicht daran, weil ich Mercedes mag. So grundlegend, aber... Der hat sogar Burmeister Soundsystem drin, für so eine V-Klasse wirklich mega. Elektrische Türen, wie gesagt, hinten auch mit dem Tisch. Hier kriegst du riesig viel Auto. Dem fehlt es wirklich an gar nichts. Ich finde auch die Farbkombination ganz schön, dieses Außenblau und innen schwarz. Sieht auf jeden Fall gut aus. Hier geht es, glaube ich, wieder zu, genau. Hier fühlst du dich wieder Präsident, wenn du aussteigst, denke ich. Ansonsten, wie gesagt, die Heckklappe ist auch elektrisch. Können wir mal so öffnen. Der Kofferraum ist natürlich jetzt moderat groß, sage ich jetzt mal so. Also es ist jetzt nicht riesig. Man hat hier auch die Möglichkeit, hier noch was abzulegen oder ansonsten unten drunter. Aber die Sitze gehen auch komplett rauszunehmen, sodass ihr im Prinzip auch hier drin schlafen könntet, wenn ihr so wollt. So, Scheiben sind hinten auch getönt. Der hat hier so ein paar kleine Schmisse an der Tür. Ich weiß nicht, ob man es auf dem Video überhaupt sieht. Mal gucken. Sieht man das? Ja, sieht man. Ich habe jemanden mit goldenen Händen, der Dellenengel Micha, der macht so eine Sachen wieder raus, sodass das Fahrzeug dann wirklich auch gut dasteht. Ich meine, letztendlich bleibt es ja trotzdem Gebrauchsgegenstand. Und ich weiß, wir Deutschen lieben unsere Autos und die müssen immer perfekt dastehen. Aber beim Gebrauchten ist es einfach so, dass das eine oder andere kleine Makel dann da ist. Aber man muss dazu sagen, das Fahrzeug kostet ja auch nicht mal die Hälfte vom Neupreis. Also von daher, denke ich, passt ja alles zusammen. Wenn ihr noch Fragen habt, dann kommt gerne auf uns zu unter der Woche 9 bis 18 Uhr am Wochenende 10 bis 14. Entweder per Videotelefonie, entscheidet euch online fürs Fahrzeug oder ihr kommt ganz herkömmlich hier vor Ort. Das Ganze bitte aber nur mit Terminabsprache, dass wir dann natürlich auch euch die nötige Aufmerksamkeit schenken können. Ansonsten danke ich fürs Zuschauen. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao.